So, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen. Holy fuck. Was für ein fucking pervers geiles Intro. Heilige Scheiße. Also das letzte Mal, als ich ein Intro so fucking gelobt habe, war bei Smash Bros. Brawl. Also das Smash Bros. Brawl Intro ist ja schon oberste Klasse gewesen und einfach Kunst. Aber dieses fucking Intro. Holy shit. Ich glaube, wir haben einen neuen ersten Platz der besten Intros aller Zeiten. Krass. Und damit herzlich willkommen zu Let's Show oder Let's Play, wie auch immer ich es nennen will. Super Smash Bros. Ultimate. Super Smash Bros. Ultimate zum ersten Mal gestartet. Ja. Dass ich das überhaupt zum ersten Mal starte, ist ein Wunder. Denn eigentlich habe ich das Spiel jetzt oft genug zu Tode gehatet, weil ich überhaupt kein Fan mehr von Smash Bros. Bin. Aber das ist ein anderes Thema. Was? Prima. Ja, prima, dass du das Spiel gestartet hast, nachdem du es eigentlich schon genug gehatet hast. Ja, das ist auf jeden Fall prima, ja. Vielen Dank dafür. Bestreite Geistertafelkämpfe mit bis zu 4 Spielern. Nee, darauf verzichte ich sehr gerne. Ich frag nicht. Okay, jetzt sind wir wenigstens in dem Moni drinne. Was werden wir überhaupt in diesem Let's Play behandeln? Ja, das interessiert uns vielleicht. Ja. Wir haben hier eine gewisse Auswahl an Modi bzw. Einstellungen. Oder was auch immer das hier ist. Ne, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das hier sehen aus wie die Modi. Und ja, was werden wir denn jetzt in diesem Play behandeln? Smash-Modus. Langweilig. Online-Modus. Brauchen wir nicht. Das zeige ich schon seit Brawl oder Wii U. Schon den prähistorischen oder wie auch immer man es nennt. Ganz einfach den Mittelfinger. Denn fuck you. Ich bin eigentlich froh, dass ich aufs Brawl nicht gespielt habe, weil ich damals noch kein Internet hatte. Wie gesagt, ich bin froh, dass ich es nicht gespielt habe. Denn, ja. Das war einfach katastrophal. Und das ist jetzt auch nicht immer noch nicht besser. Erst recht, aber jetzt, Leute, wir haben es mit Nintendo Switch Online zu tun. Das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Nach allem, was ich jetzt, was die ganzen YouTuber und so, die ich gesehen habe beim Mario Maker 2 Online-Zeug. Ja. Das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Deshalb wird der einzige Modus, der mich in diesem Spiel ansprechen wird, der Geistermodus sein. Der, wie es aussieht, ein Abenteuermodus sein soll. Oder er versucht es zumindest zu sein. Anscheinend ist es aber, so wie ich das verstehe, ist es nur wieder so ein Smash, bloß mit einer klitzekleinen Mini-Story drin.
Weiterhin bleibt der beste hier Abenteuermodus, der aus Brawl, weil der eine richtig geile Story hatte. Richtig geile Stages hatte, also wo du richtig durchgehen konntest und Gegner bezwingen konntest, die aus anderen. Also ein ganzes Best-of und sowas alles mit allen Gegnern und allem drum und dran und ja. Die Smash Bros. Brawl den Abenteuermodus gespielt, die wissen, was ich meine. Es war einfach brutal geil. Aber sowas gab's halt einfach seitdem nicht mehr und ja, deshalb sind die ganzen Abenteuermodi, die gerne Abenteuermodi wären, einfach nur fucking scheiße. Beziehungsweise gab's seitdem noch gar keine Abenteuermodus mehr, ne? In Wii U und 3DS gab's noch gar keinen Abenteuermodus. Da gab's nur dieses komischen anderen Scheiß, der da erfunden wurde. Keine Ahnung. Aber sonst, das hier wäre gerne ein Abenteuermodus, ist es aber meiner Meinung nach nicht hundertprozentig. Es besteht zwar eine Story, wirklich, ja, aber ja, ist nicht wirklich ein Abenteuermodus für mich. Ja, wir werden es uns einfach angucken. Geistertafel, was zum Abenteuer, was Stern der irrende Lichter. Fang einfach an. Meine Fresse. Leicht. Ich will es einfach nur durchspielen, wenn nicht. Ich könnte es auch auf sehr leicht spielen, aber nee, das ist dann. Nee. Don't let a single one get away. Okay, die Sprachausgabe ist schon mal Pluspunkt wert. Okay. Was tue ich mir schon wieder an? We'll each need to take down about 10. Stow your fear. It's now or never. We'll win this. I know we will. Ja, also wirklich, also die Sprachausgabe, die finde ich geil. Die ist echt cool. Die überrascht mich schon mal positiv. Geil. Naja. Ja, wow. Also ist es im Prinzip wieder wie. Die Klinge auch noch. Diese armen Flüchten sind, ey, sind so behindert. Falco mit seinem ollen Schiff da. Ja, Snake, natürlich. Na klar. Ey, leck mich doch. Als ob er das versucht hat. Ey, ist doch alles scheiße. Ja, nur Kirby, natürlich, natürlich, ist klar. Ey, was? Natürlich, na klar. Ja. Was war das denn? Ich frag nicht mehr. Dieser Story-Modus ist einfach absolut strange. Was zum Teufel? Es recht diese Vollidioten, die Inklinge. Als ob ihr in der Tinte sicher seid. Der größte und was richtig on point war halt hier Snake mit seiner ollen Kiste. Das war wirklich on point. Das war behindert. Nee. Also, ja. Aber statt die ganze rumzuhaten, sollen wir lieber weiter uns das anschauen. Nee. Natürlich konnten nur Kirby entkommen. Wie es einfach aus Smash Bros. Geklaut wurde. In Smash Bros. War es auch Kirby der Einzige, der entkommen ist. Und, na, obwohl, nehme Peach, stimmt. Und obwohl, man konnte ja am Anfang wählen, wen man retten konnte. Peach oder Zelda. Mit einem von beiden ist dann hier Dings Kirby entkommen. Irgendwie wird das recycelt oder so, keine Ahnung. Kann auch nur Zufall sein, aber sehr unwahrscheinlich. Natürlich! Schmelzt man einfach zusammen! Warum auch nicht? Wer kennt es denn nicht? Schweißen wir ihn zusammen zu einem Terminator oder so. Ich bin jetzt da wirklich ein Terminator oder so. Was?
Terminator Mario, Alter. Was ist mit der Sprachausgabe eigentlich passiert? Ich höre nichts. Gerade habe ich die Sprachausgabe noch gelobt und jetzt so? Hallo? Ich lese das nicht vor. Fick dich. Warte mal, war das gerade ein Gegner aus Pikmin? Das war doch dieser... aus Pikmin 1, dieser übelst brutale Gegner. Ja, natürlich! Und der fusioniert mit Mario, klar! Wer kennt es nicht? Ja. Schluss. Schluss, Leute. Nee, will nicht mehr. Ja, natürlich. Also... bislang überzeugt mich der Story-Modus 0. Muss ich echt mal sagen. Also ich habe ja schon wenig erwartet. Weil ich halt schon wusste, dass es nicht so geil wie ein Brawl wird, aber... das ist echt... ja. Was ist das denn? Ja? Was? Was? Ich kann mich doch nicht mal frei bewegen. Nicht mehr frei bewegen kann man sich. Die Labor... und natürlich, das ist der Gegner aus Pikmin, na klar. Jetzt. Was sind Geister? Als Kira... keine Ahnung, wer das ist. Essenz des Lichts, die Körper aller Wesen raubte, wurden diese zu Geistern. Nun sind sie gezwungen, als falsche Kämpfer gegen dich anzutreten. Ja, was habe ich gesagt? Kämpfen einfach. Unnötigster... Story-Modus aller Zeiten, oder was? Die falschen Kämpfer, in denen die Geister eingesperrt sind, heißen Dupli-Kämpfer. Jeder Kampf gegen sie ist eine Chance für dich, einen Geist zu befreien. Der Primärgeist verstärkt deinen Angriff und deine Abwehr. Du musst stets zuerst einen Primärgeist anlegen. Als ob mich das nicht schon über... zum Teufel. Ich hab doch nichts. Ach doch, diesen Teddy hier, den habe ich. Ja, wow. Den will ich aber nicht anlegen, weil er scheiße aussieht. Aber ich muss anscheinend. Du hast keine Subgeister. Kack drauf. Dann, ja, ich habe keine andere Wahl anscheinend. So. Ja, und jetzt? Schöne Pikmin-Musik, also beziehungsweise Pikmin 2-Musik ist das, glaube ich. Also Remakes von der Pikmin 2 Overworld Musik. Muss ich auch langsam mal weitermachen. Pikmin 2 Reloaded. Heilige Scheiße. Nur mal so nebenbei. Oh, ein schwarzer Mario. Wow. Ja, also Kampf des Todes. Wow. Da hätte ich auch Smash Bros. Wii U spielen können. Wow. Aber ich muss auch erstmal reinkommen, ey. Ich habe keine Ahnung, wie das immer funktioniert. Das war's. Gut, wir spielen einfach, ja. Das könnte natürlich in normal oder so anders aussehen, aber... ja, ich spiele das nur durch, weil... ja. Weil es das Let's Play dazu gehört. Keine Ahnung. Also dafür spiele ich Smash und den ganzen Kack nicht. Den Online-Modus, wie gesagt, den Abenteuer-Modus, den mache ich mit euch durch, aber... dafür mache ich den Rest nicht. Nö. Geister der Dritte schließen dich dir an. Ja, kann ich den Typen, diesen komischen Teddy da bitte auswechseln? Der ist mir einfach null sympathisch. Jeder Geist ist besonders auf leichte Kräfte und Gaben, die dir im Kampf helfen werden. Gib mir einfach diesen Dila-Bolum-Dings her, damit ich den Typen auswechseln kann. Laserschwert, wow. Jeder Subgeist hat eine besondere Gabe, die dir helfen kann. Ja, das haben wir auch inzwischen kapiert. Training, was zum... ja, mach einfach weg, bitte. Nerv ich dich noch mit irgendeinem Kack. Ja, hier ist dieser behinderte Geist. Bitte sofort auswechseln. Entlassen. Ja, ich würde bitte diesen Teddy entlassen. Sofort. Hier setzt du Geister zurück in deine eigene Welt. Als Belohnung erhältst du Geisterchips und Geisterpunkte. Ja, bitte. Diesen Typen kannst du sofort entfernen, bitte.
Bitte, erlöse mich von ihm. Dankeschön für die kleine Chipmünze. Danke. Und jetzt mach stattdessen diesen Typen darauf. Dieses Pigment-Vieh. Du willst deine Primärgeister noch stärker machen. Hier kannst du ihn alle als Snacks zu essen. Kein Kommentar. Ganz böse Geister können auf Level 90 eine wundersame Verwandlung ertreten. Als ob ich irgendjemand so hoch level. So lange werde ich nicht mal spielen. So weit werden wir nicht mal kommen. Du hast keine Primärgeister mehr, hä? Ist der andere Geist nicht? Warte mal. Du suchst neue Geister, durch den Einsatz von Chips kannst du sie herbeirufen. Ja, das könnte ich jetzt gebrauchen. Nee, abends bloß nicht. Was ist das denn? Nicht genügend Chips. Ja, den würde ich auch nicht herbeirufen. Abends ist nicht so mein Ding. Gar nicht. Ja, ich kann nichts machen. Oder was? Gruppe. Okay. Ich hab nur Kirby. Es? Und wofür jetzt diesen Aufwand? Egal. Ich habe keine Primärgeister mehr, wieso? Habe ich nicht den... Hä? Aber warte mal... Dieser Dealer Volum oder wie das Vieh heißt aus Pikmin. Das ist ein Subgeist, ne? Ich hab grad meinen einzigen Primärgeist weggeschmissen. Und das check ich jetzt. Team Power, mach ich jetzt 0 Schaden oder was? Ja, super, das fängt ja schon mal gut an, würde ich mal sagen. Habe ich ja gleich mal einen großen Haufen Scheiße gebaut. Evoli, soll ich jetzt gegen... Erstmal... Kann ich denn... Ich kann nicht mal Sub-Dinger auswählen, weil ich kein Primär habe, oder was? Schöne Pokémon-Musik, aber... Du hast keine Geister zugewiesen, müsstest du wirklich fortfahren? Ich habe keine Geister, ich habe nichts! Zufälligerweise. Weil ich diesen Teddy... weggeschmissen habe. Weil ich ihn nicht ausstehen konnte. Ich musste mich von ihm befreien. Aber jetzt muss ich mit den Konsequenzen anscheinend leben. Was zum Geier? Ich hab keine Ahnung, wie ich springe. Ich habe keine Ahnung, wie... Ach du Scheiße, hier ist noch einer. Evoli, was ma... Was wundern sich denn... Achso, kann ich fressen? Wie viele kommen denn noch? Jetzt kommt noch ein Roter hier mit seinem Pfeffer an hier. Der ist raus. Alter! Flieg Kirby! Oh, warte! Komm her! Gib mir Chili! Ja! Gib mir noch Chili! Dankeschön! Hey, wieso hab ich denn... Bam! Schmeiße die... Das ist Chili! Oder ist das... Komm doch! Wo fliegt der denn ganz hin? Was war das denn jetzt? What the fuck? What the fuck mache ich hier? Ich bekämpfe gegen irgendwelche Kämpfer, laber irgendeine Scheiße und das war's. Weiß nicht, ob das Let's Play sich so lohnt. Aber das kommt davon, wenn man 50 Euro für so einen Kack ausgibt. Also, fürs Intro hat es sich gelohnt, aber für den Rest eigentlich nicht. Aber naja, ich zock mal einfach mal weiter. Vielleicht kann mich ja das Spiel irgendwie doch noch überzeugen. Ja, Geister habe ich keine. Tut mir leid. Ich bin ja froh, dass ich wenigstens... Ja, ich habe keine.
bin ja froh, dass ich wenigstens nicht jetzt irgendwie hier in die Fresse bekomme, dass ich null Schaden mache. Aber das wäre auch fies. Dann kann man es ja nicht mehr schaffen, wenn man so wie ich so doof ist und hier seinen einzigen Primärgeist wegschmeißt. Kirby, was machst du? Oh, hoch, jetzt habe ich den gefressen. Warte mal. Ich hüpfe die ganze nur rum. Sollte auch mal mit A schlagen, nicht mit B die ganze Zeit saugen. Hui. Jetzt habe ich hier so einen Stachel. Bam. Mann, ist das spektakulär. Ich hab Zeit. Pummelhof, ich hab Zeit. Bringt das? Wow, ich hab mich selber in die Luft gejagt. Geil. Sag mal. Das ist doch schon unspektakulär genug. Jetzt kannst du auch mal gerne sterben gehen. Mach's nicht noch unspektakulärer. Was ist das hier? Blume. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Schiff doch. 100%. 103%. So. Meine Fresse. Jetzt haben wir dieses Horror-Pummelhof auch mal rausgeschmissen. Euphemia, keine Ahnung. Ist das mal irgendwie, kriege ich ja auch irgendwie mal wieder einen Primärgeist oder so. Das wäre sehr nett. Denn ich habe ja meinen einzigen ja weggeschmissen. Und ohne einen Primärgeist kann ich leider, wie es aussieht, keine Subgeister drin schmeißen. Deshalb ist es ein bisschen kacke. Was ist das denn? Mario. Danke für diesen Ladescreen von vorhin. Der war vorzüglich. Kämpfer retten. Entführte Kämpfer sind die Vorlage für alle Dupli-Kämpfer. Ja, Terminator Mario oder was? Sollst du einen finden, dann fordere ihn zum Kampf heraus. Ah, die ganzen Terminators dürfen wir jetzt alle herausfordern. Ja, megamäßig. Bist du siegreich, schließt der Kämpfer sich dir an. Aber nicht die Terminator-Version, oder? Die Originalfassung dann wieder. Ich möchte nicht mit den ganzen Terminatoren die Welt retten. Das kann ja was werden. Okay, Mario. Anpassen. Ich habe bestimmt immer noch keinen Primärgeist. Doch, oh ja, Evoli, dankeschön, Evoli, du rettest mir mein Leben, so, und da, so, so, Freunde, jetzt können wir endlich was ausrichten mit Evoli, meine Fresse, und Evoli kann ich wenigstens rausstehen, also, Teddy, den kannst du in die Tonne schauen, aber Evoli ist mein Homie, was ist das denn, spring rein, Mario. Wuhu! Ich selber renatschen. Aua! Au! Im Prinzip einfach nur das hier machen. Ja, dein Cape kannst du dir sonst wo in den Arsch stecken. Bombe! Jetzt renn mal rein, bitte. Ich habe mich zwar auch selber in die Luft gejagt, aber es hat Mario rausgeschmissen. Also, ja. Boah, Evoli, Alter. 15 Level hoch. Ey, was geht denn hier ab? Bruder muss los. Bei diesem Spiel muss ich allgemein los, ey. Ja, was soll ich dazu sagen? Dann spielen wir mal Mario, komm. Da habe ich Schnauze voll von Kirby. Ist einfach nur nach oben schlagen. Also, spielen wir es Mario. Vielleicht bringt der etwas spektakuläre Kämpfe rein. So, Gruppe. Kämpfer. Mario. Mario! Ja, genau. Hast du richtig verstanden. Brauchst du nicht so große Thema drum machen. So, Kämpfer. So, das passt. Wissensbaum. Ja. Füttere mich mal ein bisschen mit... Was ist das denn? Was? Du hast nicht genug Järnjuwelen? Hä? What the fuck?
Ach, da oben steht. 7 habe ich, ja. Pff. Tja, tut mir leid, dann reicht mein IQ leider nicht für das Wissen aus. Tut mir sehr leid. Aber, ja. War das gerade Lex? Nintendo? Waren das gerade im Lex? Waren das gerade im IMS's Frame Drops? Fuck you, Nintendo. Hätte denn nicht wenigstens mal an der Frame Rate wenigstens. Was ist denn das jetzt hier? Was macht denn der? Warum geht denn meine Karte manchmal irgendwie so noch da? Echter. Riesenrob, Alter. Legend of Zelda-Reihe. Ja, ist mir klar. Habe ich oft genug besiegt in meinem damaligen Let's Play. Hätte ich langsam auch mal Bock lieber auf dem Reloaded oder so. Aber kam ich bisher nicht dazu. Habe auch gerade keine Zeit. What the fuck? Oh, Alter, ich habe keine Ahnung mehr, wie das ja alles klappt. Wie Mario angreift, keine Ahnung. Wieso hat der jetzt so... Ich sehe es gerade, wir haben KP. Ach so. Niederlage. Fortsetzen. Alter, die Sprachausgabe ist wieder on point, Alter. Ich sehe es gerade, wir haben KP gehabt. Ach so. Wollte schon sagen. Was ist denn hier los? Warum wird denn die Prozentanzahl weniger? Weil wir eventuell KP haben. Ja, natürlich habe ich auch, 50 KP weniger. Das ist natürlich... Natürlich Fairness des Hell. Kannst du mal den Scheiß auch mal. Alter, wie unfair das ist, Alter. Jetzt? Ich glaube, das funktioniert so nicht. Mann, macht das keinen Spaß. Würde das Display schon nach der ersten Folge enden? Ich weiß es nicht. Oh, ich habe 50 KP weniger als er. Und ich habe so einen beschissenen Start. Ey, das kann nicht klappen. Was soll ich denn machen? Warte mal. Nicht nur, dass es ein beschissener Riesen-Rob ist, dass er mich geduckt treffen kann. Siehst du, guck dir den Scheiß an. Was hat mir der Kack gebracht? Warte mal, dreht mal die Mine. Dankeschön. Ich hab trotzdem weniger KP als der beschissene Rob. Getränk, Alter. Bereit? Nö, bin ich bereit. Ah. So ein Scheißspiel, Alter. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich was Besseres in meinem Leben zu tun, als dieses Scheißspiel zu spielen. Alter, mir wurde es von einem Freund von Pokémon Go wurde mir es empfohlen. Von dem guten Danny nämlich. Und Bruder, es macht keinen Spaß. Es ist scheiße, es geht nicht mehr. Das macht doch das gute Intro nicht mehr gut. Es ist scheiße. Es ist einfach nur scheiße.
Was ist das hier? Was zum Teufel? Warum ballerst du die ganze Zeit in die falsche Richtung? Also, warum wir... Welches Essen da? Ja, ich habe hier so sparen können. Ich glaube, das wird er nicht mehr, ne? Einmal ich aktiviert vorher dieses... Nee, leck mich. Man muss ja einfach Glück haben mit allen Items, oder? Kann das sein? Sonst kann man das nicht schaffen. Lass mal rein, bitte. Ich spiele das im Übrigen auf einfach, ne? Ich spiele das auch auf einfach. Das hat nicht jetzt plötzlich den Schwierigkeitsgrad auf normal oder schwer gewechselt, ne? Das ist immer noch einfach, ne? Boah. Was motiviert mich auf jeden Fall schon mal übelst, das weiterzuspielen. Was hat denn? Piss dich. Fuck you. Was so? Das war so gut. Das war so fucking gut. Ich hab mich doch gerade fertig gemacht. Warum fällst du denn jetzt runter, du Pisser? Alter, ich hasse dich, Mario. Gib mir Luigi, der kann es besser. Der Schuss am Anfang ist so scheiße. Nie mehr! Nie mehr! Fuck you! Ah, meine Fresse, ey, dieses Drecksspiel. So, jetzt, ja, meine Meinung, glaube ich, könnt ihr euch denken zu dem Spiel.